Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, Herren und Frauen der Ringe, wir begeben uns langsam schon Richtung Endgame. Ich werde versuchen, noch so viele Gefährtenmissionen wie möglich fertig zu bekommen. Ich meine, ich werde das Spiel sowieso komplett durchzocken und dann noch ein Playthrough machen mit Morcons. Und dann wahrscheinlich auch noch Elex 1 fertig zocken. Und dann wahrscheinlich das Ganze nochmal in Englisch durchzocken, irgendwann einmal später. Down the line. Ah ja, ich sehe schon, wo wir sind. Wir fangen mit einem Fight an. Yeah. Fehlendes Geschick. Ah, wo ist mein Ring? Oder mein PC-Mod? Ja, hier sind wir. Geschicklichkeit. Habe ich es jetzt oben? Ja, passt, passt. Dass ich noch immer so ungeschickt bin für diesen Bogen. Unglaublich. Ja, ich sehe, Muni kaufen wird da als nächstes auch noch dran sein. What you gonna do when I slash the hell out of you? Almost kill me, I see, yeah. What you gonna do? You got nothing on me. Checks die Bestie comes for you. Und all den Schrott nimmt. Oh, ein bisschen Helix. Meine Nase ist total verstopft. Kann nicht durch die Nase atmen. Überzeugungsarbeiten. Jura. Ja, es kommt dann als nächstes. Wir sind ja direkt neben dem Depot. Aber zuerst wird hier noch gelootet. Der Mann braucht Schrott für Shotgun-Money. Oder für Shotgun-Money. Ja, ich sehe. Warum greifst du das Auto an? Das Auto hat dir gar nichts getan. Aui. Das ist der falsche Trank. Andere Tank wäre besser gewesen jetzt. Okay, wo bist du? Du Spinne. Versteckt sich hinterm Auto. Oh, so Metallspinnen wären schon cool. Vor Spinnen habe ich hier keine Angst und Spinnen stören mich eh nicht. Da bin ich froh, dass ich in Österreich lebe und keine Schlangen überall rundherum von mich habe. Schlangen. Das geht gar nicht. Tresore auch nicht. Ah, wahrscheinlich steht irgendwo der Code hier. Wurscht. Wir hacken spinnt. Das geht nicht. Das geht nicht. 2. Oh je. Ah, 5 ist kleiner als 9. 9 ist größer als 5. Das 6. Okay, 9 haben wir schon mal richtig. Oh, macht 7 am meisten Sinn. Ein 5, Das war 4 zum nichts. Schluss. Das war nichts. Ach komm. Hey, Geht oh. auch. Oh, ich brauche Regentenschwerter. Der Mann braucht Regentenschwerter. Um noch mehr Overpower zu sein oder eine Bleischleuder. Ja, verdammt, meine Nase ist verstopft. Ich werde wahrscheinlich erst nach dem Trainieren gehen. Wieder aufmachen. Das hilft. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, Nasentropfen ist die Lösung. Aber zu Nasentropfen. Zu viel Nasentropfen ist gefährlich, weil davon wird man süchtig anscheinend. Was anscheinend auch viele Rapper und Sänger nehmen, die Nasenprobleme haben. Sido, glaube ich, war ein Beispiel. Er hat Nasentropfen genommen, damit hat eine bessere. Ich meine, es boostet leicht, sagen wir es so, einfach so.
Also ein bisschen Performance-Boosting sein, auch für Rappen, nicht nur für Sport. Ah, Mist, das passt nicht. Oh, das wird wieder ein härterer Safe. Da ist das 5. Ah, neu. Das 9. 2. 6. Ah, je. Das ist eine ganz harte Nummer hier. Ah, 4. 5. Oh, je. Oh, je, das wird ja gar nichts. 1, 2. Nichts, nichts. Ist eine Hex-Safe-Nummer. Oh je. Oh je. Okay. Eins haben wir mal erraten. 6 ist kleiner als 7. Jetzt bin ich sowieso schon nirgendwo. 4. Oh, wirklich, das hatten wir doch noch nicht alles. Los, Gott. Mit 4 haben wir doch schon mal angefangen. Das gibt's ja nicht. 2. Das war oh, nichts. Wirklich? Wirklich? Oh, ich glaube, ich brauche auch Nasenspray nach dieser Nummer. 0, 2, 1. Fangen wir wieder klein an. 4 zum Schluss probieren wir. 5 hatten wir schon, kommt mir vor. 6, 7, 4 zum Schluss. Auch nicht. 2 zum Schluss. 8, 9 hatten wir, glaube ich, auch schon. Das macht 0 Sinn. 0 Sinn. Jetzt müsste ich schon mindestens einmal alles durchhaben. Das war nichts. 0 Sinn macht's gerade. Wie habe ich noch nicht alle Optionen schon ausgelastet? Ah. Wir doch auch schon. Das hatten wir doch alles schon. Das hatten wir doch alles schon. 7, 8, 4. Was? 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 6, das hatten wir doch alles schon. Wir hatten schon alles hier. Okay, nein. Nein, okay. Ich gebe auf. Die Kombination gibt es nicht. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Besser Kapuze durch Schande auf. Myra, Myra. Myrte. Myrte ist gut. Where is she? Where is she? Ah, komm schon. Sie springt doch nicht, oder? Elex-Schrein. Mit Pokal, ja, das ist ein Elex-Schrein. Den gönnen wir uns gleich. Yeah. Ah, doch, sie will springen. Ah, na, sie meditiert. Okay, besser, besser. Jo, was ab? Hey, was machst du denn hier? Ich hatte schon befürchtet, dass du mich finden würdest. Warum kannst du mich nicht einfach ziehen lassen? Ich habe zu viel in dich investiert, um dich jetzt einfach wieder aufzugeben. Eine sehr nüchterne und sachliche Erklärung. Doch kaufe ich sie dir nicht ganz ab. Mehr wirst du nicht bekommen. Du wirst mir jetzt erst einmal erklären, was der Unsinn hier soll.
Es sind die freien Menschen. Bei meinen zahlreichen Bemühungen, mein Volk zu schützen, habe ich viel über die anderen Gemeinschaften gelernt. Ich musste erkennen, dass ihre Intentionen und Beweggründe sich im Grunde nicht sehr von denen meines Volkes unterscheiden. Ist das etwas Gutes oder nicht? Nein, ganz und gar nicht. Es würde bedeuten, dass ich Zeit meines Lebens dem Irrglauben erlegen war, dass... Dass Alps Menschen sind? Tut mir sehr leid, dass dich das so belastet. Ich werde niemals einer von ihnen sein. Vielleicht nicht, aber du kannst es versuchen. Wenn du jetzt aufgibst, dann werden die Skyans letztlich doch gewinnen. Schmerz, Leid, Zweifel und auch Gefühle wie der Hass und Gewaltbereitschaft. Das alles sind sehr menschliche Eigenschaften. Sieh es nicht als Schwäche an. Es ist eine Erweiterung deiner Wahrnehmung und deiner Fähigkeiten, dich in andere hineinzuversetzen. Komm mit mir, ich werde dir helfen, deinen Weg weiterzugehen. Aber es ist so schwer. Du bist in einem ständigen Wechselbad der Gefühle gefangen zwischen deiner Logik und deinen Emotionen. Lass mich dir helfen, gemeinsam kommen wir da durch. Und wenn ich versage? Dann versagst du, aber du bleibst nicht einfach stehen. Deine Willensstärke ist unermesslich. Das ist keine Willensstärke, Nyra. Das ist Menschlichkeit. So, und jetzt komm. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Gut. Ich werde dir folgen. Und doch habe ich noch ein Anliegen. Und das wäre? Die Skyans. Ich will auch ihre Pläne studieren. Pläne der Menschen konnte ich ja noch verstehen. Aber die der Skyans... Tu mir einfach den Gefallen. Ich muss etwas extrem Wichtiges verifizieren. Ich konnte eine kleine Gruppe von ihnen ausmachen, die nicht weit von hier operiert. Wirst du mich begleiten, wenn ich versuche, ihre Pläne zu erbeuten? In Ordnung. Ich werde dir helfen, strategische Pläne der Skyans zu erbeuten. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Das bin ich gewohnt. Die Methode, wie wir an die Pläne kommen, überlasse ich dir. Du wirst doch nicht sagen, oh, die Rüstung schaut geil aus. Du wirst mir doch nicht sagen, dass du da reingehen willst und friedlich mit den Skyans reden. Und du wirst mir doch nicht klar machen, dass die Skyans Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Damit checkst du, I'm talking now. Wo habe ich das schon mal gesehen? Oh, wobei. Ah, du wirst mir nicht sagen, dass die Skyans Pläne auf einen Zettel geschrieben haben, auf ein Blatt Papier, dass Nyra dann. Nett. Dass Nyra dann analysieren kann. Goddammit, das ist schon mal ein schlechter Kampf hier. Sie tritt einfach daneben. Dass sie uns nicht überrumpeln. Er hat von anderen Viechern schon überrumpelt. Ich habe schon so meine Erfahrung mit den Kerlen. Ich weiß, wir sollten trotzdem wachsam bleiben. Da kommt eine ganze Armee auf mich zu. Baby, Triple, Und die Kamera, Mama. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Meine Memes machen Nyra und unterbricht mich nicht die ganze Zeit. Du auch nicht, Jax. Not the Memes, man. War das gefüllte Frostpilze? Ich bin nicht so geil. Das ist. Hey, Jungs. Und nun? Besser ich erledige die Skyans, denen diese Pläne gehören. Nur nicht fliegen bei denen. Jetzt holen sie ihre Shotguns raus. Ui. Trink, du Mensch. Ah.
Schwert verbessern. Wetterschlag. Der hat Fettschaden gemacht. Au! Da komme ich ja gar nicht mehr nach. Ah, Mist. Komm schon. Muss ich echt die Shotgun rausrücken? Ja, mach mal. Mach mal Shotgun, es ist Shotgun-Zeit. Der Superkick bin ich gerade zu Tode. Wir sind doch auf keiner Wrestling-Show gerade. Warum ist denn sein Schwert so stark? Ich hab schon Nyra Tanker mal ein bisschen. Selbst im Kampf kommt sie mir am schwächsten vor. Ah. Gibt's ja nicht, dass Frank und Cronis so welche Maschinen sind. Kaya ist auch gut, kommt mir vor. Ah, wo ist sein Schwert? Ja, damit. Du bist immer noch sehr effektiv. Das nehme ich mal als Kompliment. Danke. Übrigens, dein Verhalten ist für jemanden wie dich gerade etwas merkwürdig. Findest du nicht? Ich will schon immer mal effektiv genannt werden. Jetzt erst noch looten, bevor ich da raus teleportiert werde. Effektiv genannt werden. Oh, keiner gibt mir dieses Kompliment. Alles, was ich will. Effektiv zu sein. Deswegen nehme ich gleich die effektive Lootbrille. Oh, ich sehe alles. Ich brauche hier wieder Shotgun Money und das ganze Zeug. Was war das? Elextrank groß. Den brauchen wir auch unbedingt. Ich muss noch viel lernen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Genannt waren, Leute. Doch, mein Lieblingsbegleiterin jetzt, Nyra. Alles wieder gut gemacht. Da ist Schrot. Ich sehe es. Ja, ich werde, glaube ich, irgendwann mal ein Begleiter-Ranking machen. Was haben wir hier draußen? Metallspinne. Ja, zerlegen wir. Leichter Gegner. Gelauncht. Alter, wo rennst du denn hin? Komm zurück hier. Böse Spinne. Natürlich habe ich das Ding auch angelockt. Ach, passt, passt. Suchen wir uns ein Bett zum Fertigheilen das nächste Mal. Ich glaube, in der Hütte wird er jetzt sein. Hui. Das schaut nach Loot aus. Oh, wieder ein Elex und ein Wasserautomat. Macht mehr Sinn. Oh, das ist Schrot. Auch gut. Oh, das war... ich Angst. Wusstest du, dass die meisten der alten Funktürme noch intakt sind? Nur weiß kaum einer, sie zu bedienen. Denn statt mit Technik bedienen sie sich lieber mit Alkohol. Das hat dafür andere Vorteile. Hat es nicht. Ich kann nichts Positives an einem selbst herbeigeführten Kontrollverlust erkennen. Dann ist vielleicht die Zeit gekommen, es herauszufinden. Danke, aber nein, danke. Ey, geht doch. Schau doch nicht so dumm aus. Oh, ich stimme dir selten mal zu, Nyra. Ich bin cooler als Alkohol. Schon
finden wir den Alkohol, den schwarzgebrannten. Okay, zurück ins Lager. Aber warte mal. Hier sind die Pläne der Skynes. Zeig sie mir. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind exakt nach demselben Strickmuster strukturiert wie die Pläne der Menschen. Die Wahrheit ist nun einmal die Wahrheit. Und die wäre? Die Erkenntnis ist, ich verstehe es jetzt. Der Selbsterhaltungstrieb, die Ideologien, das Zusammenrotten, die Liebe, auch der Hass. Ich bin von einem ruhigen und logisch denkenden Individuum zu einem zeitweise explosiven und hochsensiblen Menschen geworden. Und es beginnt mir zu gefallen. Ja, ich weiß, ich schwenke oft von einem Extrem ins andere. Doch ich glaube, ich möchte es nicht mehr missen. Auch wenn es heißt, dass ich unter der Last der Emotionen oftmals leiden muss. Wir brauchen Witze und mache weiter. Ich finde, du schlägst dich ziemlich wacker. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Ich bin dir etwas schuldig. Tatsächlich? Wie wäre es dann mit... Nie wieder Wachdienst. Verstanden? Hey, nein. Nie wieder Wachdienst. Versprochen. Gut, dann lass uns weitermachen. Ich glaube, wir haben noch einiges unerledigt gelassen. Egoistisch. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Geht klar. Ja, will nicht mal Wachdienst machen. Warte, hier sind wir. In der Bastion. Ja. Wachdienst ist gut zur Selbstfindung, habe ich gehört. Könnte man ausprobieren. Auch wenn man alleine ist. Man muss nur wach bleiben. Sehr angenehm. Warte mal. Nein. Sie haben mir die ganze Zeit Loot vorbehalten. Unglaublich. Wenn ich das gewusst hätte. Als nächstes ist ja auch noch eine legendäre Waffe am Dachboden. Oh, der legendäre Klopapier. Vorrat entdeckt. Wir haben ihn, Leute. Wir haben den legendären Vorrat. Ah, Dawkins, zum Meistergenie. Er weiß, was wichtig ist. Die Vorräte. Wir haben es dort. Auf mit dir. Das ist eine Tresor-Hack-Folge. Warte mal, hat er gerade einen Code? Du Monster. 9801, oder? Das war nichts. 9 runter. Rauf zu 9. 8, 7. 0, 1. Das war nichts. Ich kann den Hacken auch nicht. Vielleicht ist es... Das ist von 6. 6 rauf. Vielleicht. 6, 7. 9, 8. Das war nichts. Von 9 runter. Okay, versuchen wir es mal. 9, 8, 7, 6. Das war nichts. Das war nichts. Ich kann nicht die ganze Zeit 9 eingeben, oder? Wirklich? Mist. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts.
Das war nichts. Drinnen, da ist nichts mehr drinnen. Das war nichts. 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 Geht doch. Was? Käse, Sahne. Ich will da nicht drauf, ich setze die Brille ab. Oh. Oh, nein, nicht ausziehen. Du schlafst mit Rüstung. Scheiße. Willenstärke. Was wohl mit mir passiert wäre, wenn der Kontrollchip des Hybriden bei mir damals funktioniert hätte? Wäre ich dann nicht genauso verblendet wie alle anderen dem Wahn der Maschine verfallen? Na, kein schöner. Hey, ich habe ihn endlich gefunden. Der schwarze Schakal ist in Ignadon. Wen? Den letzten Wüstenteufel. Ted ist in Ignadon. Und ich weiß auch, wo genau. Warum nennt ihr ihn den schwarzen Schakal? Einfach nur, weil er das mieseste und größte Arschloch unserer Bande war. Also, wenn du bereit bist, dann könnten wir ihn sofort treffen. Von mir aus können wir deinen Ted aufsuchen. Dann aber schnell. Ich weiß nicht, wie lange meine Information noch etwas wert ist. Das sieht aus wie ein Treffpunkt. Genau so einen haben wir damals bei den Wüstenteufeln auch verwendet. Warte mal. Ist das nicht sogar unser alter Treffpunkt? Oh, es geht los. Oh Mann. Das war ja was. Du bereit, Bulli? Egal, geh vor. Wir schauen uns die Sache mal genauer an. Ist das deine Schlachtbank? Na, schaut so aus. Da ist die Bande doch wieder zusammen. Ach, so eine Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wie hast du unseren Treffpunkt gefunden, Bulli? Freut mich auch, dich zu sehen, Ted. Wo du schon mal hier bist. Willkommen auf der Schlachterparty. Was läuft hier eigentlich? Und warum soll ich dich im Auftrag von Baxter suchen, wenn du offensichtlich schon längst weißt, was er von dir will? Die viel interessantere Frage ist, wie du diesen Ort hier gefunden hast. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Außerdem glaube ich, dass wir uns hier früher schon einmal getroffen haben. Nee, komm schon, erzähl keinen Mist. Von wem weißt du, dass ich hier bin? Ich bin doch nicht verrückt und nenne dir meine Quelle. Dann kann ich sie ja gleich selbst einsagen. Na gut, ganz wie du willst. Dann kommen wir mal zum Geschäft. Du hast etwas vom Duke für mich? Als ob du das nicht schon wüsstest. Ja, ich soll dir ein Passwort übermitteln. Das Kalb geht zum Schlachter. Sag ich doch, du weißt es. Also, habe ich hiermit meinen Job erledigt. Du bist immer so ein loyaler Trottel gewesen, weißt du das? Kommt schön brav zu seiner eigenen Hinrichtung. Und warum?
weil der Duke es ihm aufgetragen hat. Was laberst du da für eine Scheiße, Ted? Du bist das Kalb, Bully. Und der Duke will, dass deine alten Freunde dich zur Schlachtbank führen. Ach komm, das ist es jetzt? Ihr solltet mir den Arsch aufreißen. Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Hast du eigentlich eine Ahnung, welche Möglichkeiten du in den letzten Jahren ausgeschlagen hast, du dämlicher Hund? Du warst immer der Stärkste von uns allen. Nicht nur bei den Wüstenteufeln. Generell hat jeder Outlaw Magalans einen riesigen Respekt vor dir und deiner Kampfkraft. Es wäre immer ein leichtes für dich gewesen, die Macht an dich zu reißen. Baxter wusste das immer. Doch er wusste auch, dass du ihm gegenüber immer loyal warst. Bis in den Tod. Doch ganz offensichtlich hat er neuerdings die Hosen voll und hat Schiss, dass du ihm über den Kopf wächst. Aber warum? Ich habe nichts getan, das meine Loyalität ihm gegenüber... Das ist auch scheißegal. Die Zeiten sind härter geworden und Baxter wird älter. Doch du, Bully, bist immer noch der Fels in der Brandung, der du immer warst. Das macht unserem kleinen Duke wohl Angst und darum... Seit wann wisst ihr das schon? Du meinst das mit dem Kalb und dem Schlachter? Das hat sich Baxter vor vielen Jahren ausgedacht. Bisher war wohl alles in Butter, dass er diese Karte nicht ziehen wollte, aber... Was habt ihr Verräterschweine dafür kassiert? Genug, Bully, genug. Außerdem war nicht immer dein Motto, wenn der Duke etwas befiehlt, dann muss es getan werden? Ich hab genug gehört. Beenden wir das hier. Ja, du hast recht, es wird Zeit. Dann komm mal zur Schlachtbank, du Kalb. Ich hole ich mir. Hätte ich mir jetzt nie gedacht. Oh, der hat die Shotgun draußen. Oh. Wo ist der Typ mit der Shotgun? Da drüben. Machen wir mal den weg. Der steht schon vor mir und kassiert. Ich kassiere. Okay, wo ist der Shotgun-Typ? Nein, keine Granate werfen. Böser Shotgun-Typ. Hat zur Shotgun trotzdem gezückt. Oh, ich habe ihn down gemacht. Perfektes Timing. Nein, weg mit deiner verdammten Shotgun. Nein. Oh. Schau mein Leben an, Bully. So ein Dreck. Der lebt doch noch. All die Jahre wussten sie es, diese dreckigen Verräter. Hm. Ja, scheiße. Ich weiß, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Egal, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wer ist denn jetzt eigentlich deine Quelle? Ich höre immer nur Quelle. Ich habe gar keine Quelle. Ich habe einfach nur gut geraten. Aha. Du bist cleverer als du... Als ich aussehe? Ja, vielleicht. Lebt noch einer hinter dir, Bully. Was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich muss das alles erst einmal verarbeiten. Baxter hat offenbar Angst vor meiner Kampfkraft und dass ich ihm seinen Posten streitig machen könnte. Das ist so lächerlich. Du solltest ihn einfach kalt machen. Das ist doch scheiße. Ich hatte doch nie Ambitionen dieser Art. Ach, lassen wir das. Das führt doch zu nichts. Auf kurz oder lang muss ich Baxter damit konfrontieren. Seinen Auftrag hast du jedenfalls ausgeführt. Ja. Und er sollte meinen Tod zur Folge haben. Was für eine Scheiße. Soll ich dich begleiten, wenn du Baxter treffen willst? Das musst du nicht. Ich bin meiner sämtlichen Pflichten mit einem Mal entbunden worden. Das heißt auch, dass ich nicht mehr dein Aufpasser bin. Du bist mir nichts schuldig. Also, warum solltest du das tun? Du bist mein Waffengefährte.
Wir kämpften bis hierhin Seite an Seite. Ich sehe keinen Grund, warum ich dich jetzt im Stich lassen sollte. Du Arsch. Irgendwie hast du den ganzen Scheiß doch vorher gewusst, oder? Gib's zu! Ich hatte so eine Ahnung. Ja, ja. Machen wir einen Haken an die Sache und kümmern uns um wichtigere Dinge. Du hast da noch einen Batzen zu tun, nicht wahr? Ich bin dabei. Egal, was kommt. Und wenn du mich zum Duke schleppst, dann wundere dich nicht, wenn die Sache für alle Beteiligten äußerst ungemütlich endet. Hinter dir, Baxter. Woody, meine ich. Zeit lebt noch. Woody? 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 Bin weg. Sehr schön. Okay, das war's mit dem. Oh, der darf mich nicht treffen, sonst war's das mit mir. Ja, wir haben doch den Auftrag noch erledigt. Die Waffe gerade weggeschossen. Wow. Die Waffe ist gone. Oh, ich bringe ihn gleich mal zum Duke dann. Schauen, was der zu sagen hat. Zuerst, wo sind wir hier auf der Karte? Mein Schatz! Mein Schatz! Das war schon zu wenig Golem Voice. Mein Schatz! Ich hab ihn gefunden! Nee, ich hab's nicht. Ich finde sie gerade nicht die Golem Stimme. Okay, let's go to the Duke. Let's get away. Stay, say, what you gonna say? Ah, der will den schnellen Weg kommt herum. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Was für eine Weisheit. Oh, neuer Leichtwächter. Ich sehe dich. Vergiss das nicht. Das war's. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Halt die Fresse, Baxter. Du kannst froh sein, wenn ich dir nicht dein dreckiges Maul stopfe. Ich hab schon gehört. Hast es wieder mal verkackt, was? Nicht mal sterben kannst du vernünftig. Warum, hä? Sag schon, warum hast du das getan? Ich hab mir jahrelang den Arsch für dich aufgerissen und das ist jetzt nun der Dank? Und? Ging es dir dabei etwa schlecht? Nein, ganz bestimmt nicht. Du hattest bei meinen Leuten sämtliche Privilegien, also beschwer dich jetzt nicht über die Jahre, die du bei mir verbracht hast. Das ist am Ende aber nichts wert, wenn du erfährst, dass dein Abgang schon seit Jahren geplant war. Mir kommen gleich die Tränen. Deine alten Kumpels hätten sich ja auch mit dir einigen können. Haben sie aber nicht getan, oder? Nein. Also, gute Freunde, hast du nicht verloren, so viel ist schon mal klar. Und du hast es überlebt. Also, was willst du noch? Genugtuung? Ich will nur eine Antwort auf meine Frage. Warum? Zwei Platzhirsche passen nicht auf unsere Weide. Ganz einfach. Also, packt euren Krempel und macht, was auch immer ihr tun wollt. Aber nicht mehr in meiner Gegenwart. Was sagst du dazu, Bully? Ich weiß nicht. Ich habe da so ein Jucken in meiner Hand. Und ich glaube nicht, dass es durch Kratzen besser wird. Schluss jetzt damit! Der Duke hat euch was gesagt. Also, verpisst euch! Da kommt schon die nächste Pfeife. Lass gut sein, Bully. Der Wurm ist die Mühe nicht wert. Wie habt ihr mich gerade genannt? Machen die noch mal was? Ja, wir machen noch was. Das kann mitfighten, Bully.
man das noch mit Fäusten geregelt. Wir haben Schwerter, keine Sorge, sind viel besser. Das war fehlgeplant. Bewusstlos? Ach, komm schon. Das den Duke kann ich auch nicht töten. So, kriegt euch mal wieder ein. Ihr habt euren Spaß gehabt. Jetzt ist gut. Also verschwindet und nervt woanders weiter, klar? Wirklich? Das war alles. Geht's dir jetzt besser? Nicht wirklich. Ich fürchte, es wird noch Jahre dauern, bis ich den Scheiß hinter mir gelassen habe. Ist schon traurig, dass du, Arsch, der letzte Freund bist, der von all den Leuten übrig geblieben ist, denen ich mal mein Leben anvertraut habe. Scheiß drauf. Ich gehöre jetzt zu deiner Truppe und werde dich unterstützen bei dem, naja, was auch immer du so veranstaltest. Du willst mich also nicht mehr töten? Ach, ich bin so müde. Vielleicht später. Hm, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. So, und jetzt halt die Klappe und mach weiter. Ah, das heißt, Red werde ich wahrscheinlich auch nie umbringen können. Schade, schade. Ja, Episode vorbei, ich würde Sachen verkaufen. Peace out.